Runde Company Fuse 2, 2 gegen 2, 2x OKW gegen 2x Briten. Ja. Ich werde den Sturmtiger-Kommandanten nehmen. Bin ich mir schon ziemlich sicher. Weil ich hab Bock auf Sturmtiger. Ihr habt Bock auf Sturmtiger. Alle haben Bock auf Sturmtiger. Deswegen kommt das Ding jetzt auch raus. Zweimal Volksgrenadiere. Und ich werde mich hier wohl auf die Wigmax wieder konzentrieren. Wahrscheinlich eher auf die Mitte als oben. Ah, er pusht auch schon dahin. Ja, dann gehe ich ein bisschen weiter nach oben. Und sorgt dafür, dass wir die Ammo kriegen. Oh, wir Panzerfüßeleere sehen wir hier. Er droppt die Panzerfüßeleere. Rauchgranaten, Infrarotpaket, Panzerkommandant und Tiger. Ziemlich solider Commander-Pick. Und auch ziemlich gut gegen das Brennen. Ist ein guter Pick. So, ich baue hier mein Fahrzeug, damit es nicht irgendwo hinfährt, ping ich das in die Base. Und gehe jetzt in die Mitte. Vielleicht kommt ihr auch mit zwei Brenns, das wäre natürlich ziemlich ugly. Aber man weiß ja so, wie die Briten spielen. Oben checke ich die Wigmark ab, weil der andere Brite müsste sich natürlich auch irgendwo befinden. Oh, zwei Briten, ja. Ha, vom selben Briten sogar. Na, der hat richtig Bock. Aber wir haben das 2-2-1. Ich weiß gar nicht, ob das 2-2-1 den seinen Brennen contesten kann. Ich glaube, wenn das ganz nah an dem Brennen ist, dann gewinnt's. Aber auf Entfernung gewinnt, glaube ich, das Brennen. Da war irgendwas. Vor allem zwei Stück, das ist schon heftig. Dann darf er die aber auch nicht missplayen, die Dinger. Hier brauche ich noch ein bisschen mehr Fuel. Ihr geht in Cover. Schade, dass ich noch nicht die Panzerschrecks habe. Sonst wäre das jetzt ziemlich witzig gewesen. Ich denke, dass sie überleben werden. Und platziere hier einfach meinen Medic Truck. Hier gibt es Stress. Aber eher gut für uns. Schön weggepusht. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Brrr. Ja, können wir nicht wipen, glaube ich. Dafür ist die Genauigkeit von MPs nicht wirklich gut genug. Die Brenz muss jetzt zurückziehen. Und wir gehen jetzt für die Ammo. Hier brauchen wir 15 Fuel für und ein umfunktioniertes. Umfunktioniert und nur aufgestellt. Umgewandelt. Also umfunktioniert. Umfunktioniertes Kampfgruppenhauptquartier. Aber das kriegen wir natürlich auch hin. Ja, guck mal, wie viele Brenz der hat. Wahnsinn. Wir können hier natürlich auch Damage machen. Er hat genau das Richtige gemacht. Er hat hier die... Jau. Die haben ja die Panzergrenngranaten. Ach. Manchmal vergesse ich Dinge. Und wenn ich Dinge vergesse, dann kostet es mich Units. Ich dachte, er muss die erforschen. Aber ich glaube, genau die Unit musste es eben nicht erforschen. Auf jeden Fall den übelsten Brennspam sehen wir hier. Deswegen gebe ich meinen Pionieren jetzt auch direkt die Panzerfaust in die Hand. Zieh die hier ein bisschen weg. Da brauche ich auch ein umfunktioniertes Quartier für. Na gut. Dann baue ich hier eine Mine. Und vielleicht fährt mir ja was in die Falle. Auf jeden Fall haben wir beide Fuels gerade. Das ist natürlich sehr geil. Dann werde ich wahrscheinlich doch noch ein 2-2-1 bauen. Einfach, weil ich es mir leisten kann. Da kommt ein MG. Ja, ich lasse die Truppen kurz hier. Sind zwar ein bisschen low. Und der kommt mit seinem Brennen, aber vielleicht fährt er mit seinem Brennen genau über die Mine und kriegt dann den fetten Hit ab. Oder er läuft halt mit seinem MG drüber und dann kann ich es wenigstens flanken. Beides vernünftig. Als nächstes kommt dann AT von mir raus. Bup. Es war nicht das MG, es war nicht das Brennen, es war eine normale Infanteriesektion. Aber die können wir natürlich auch ärgern. Und jetzt ziehe ich meine Units zurück.
Fahrzeug ist auch da. Aber ich spare natürlich auf das AT jetzt. Das MG ziehe ich ein bisschen weiter nach vorne. Mein Fahrzeug ziehe ich auch weiter nach vorne. Er hat es mit einem Flammenwerfer ausgerüstet. Das heißt, mein Fahrzeug müsste jetzt prinzipiell stärker sein als seins. Und AT ist im Bau. Mit meinem Fahrzeug muss ich nur diesmal aufpassen, dass die Pios mir nicht zu nahe kommen und hier ihre komische Wombo-Kombo auf mich draufhauen. Und hier hat er zweimal das MG gebaut. Okay, das ist natürlich heftig. Das ist natürlich richtig, richtig heftig. Wie viel Damage macht mir das? Will ich das überhaupt herausfinden? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Okay, AT-Rifle. Na komm, jetzt dreh dich doch nicht 500 Mal rum. Fahr doch in irgendeine Richtung, so dass du ausweichen kannst. Ach, ich bin kein Mensch, der Fahrzeuge bauen sollte. Echt nicht. Die tun nie das, was ich möchte. AT ist da. Lux ist auch draußen. Auch sehr gut. Das mit den 2-2-1 lasse ich dann. Also noch 2-2-1 baue ich nicht. Das hat mir jetzt schon, ich glaube, 30 Führer sind das. 30 Führer hat mir das gekostet. Noch im vertretbaren Bereich, aber langsam wird es teuer. Ihr müsst hier den Punkt capturen. MG muss ich rumdrehen, weil da kommt gerade... Nee, muss ich gar nicht rumdrehen. Muss ich einfach nur anders aufstellen. Und ihr covert das. Das AT muss nach vorne. Hier muss er aufpassen, sonst überlebt er dieselbe Überraschung, die ich auch erlebt habe. So, Punkt wird gecaptured. Und die Wegmarke in der Mitte wird sich auch wieder geholt. Hier gibt es einen Motorschaden. Und ich capture das Ding. Hier fehlen mir noch 11 Fuel. Dann stelle ich hier die Flak auf. Das ist ein ganz guter Punkt dafür. Ansonsten von den Linien her sieht das eigentlich ganz okay aus. Das könnte wesentlich schlimmer sein. Die Territorien sind eigentlich ganz gut verteilt. Hier kommt ein Brennen. Ja, fahr nach vorne, fahr nach vorne, fahr nach vorne. Ich will halt so weit nach vorne, wie es geht, damit er nicht so viel Zeit hat zu reagieren. Das war das erste Brennen. Passt. So, und hier baue ich... Ah ne, da kommt ein Brennen. Feuer. Hopp. Tech Round. Ja, nice. Endlich. Endlich hat der RNG-Gott mich mal gesegnet hier. Und hier baue ich die Flak hin. Unten schafft das auch. Der Lux macht halt sehr gut Stress gegen die Briten, weil die halt schon AT-Waffen haben. Aber nicht die übertrieben krassen AT-Waffen im Early. Jedenfalls nicht auf Range. Hier gibt's auch einen Hit drauf. Oder noch nicht? Nee, noch nicht. Ja, das muss ich natürlich deffen hier, ne? Das muss ich deffen, das Ding hier. Das ist super wichtig. Direkt reparieren. Und dann setze ich auch gleich die Flak drauf. Zack. Damit das ja nicht zerstört wird von irgendwelchen komischen
Dingen, die passieren. Da habe ich gar keine Lust drauf. Weil das Ding ist wirklich teuer. Uns erlaubt mir natürlich gleich, die Obersoldaten rauszuhauen. Die AT muss ich unbedingt zurückziehen. Das wäre katastrophal, wenn die das bekommen. Ja, und den lasse ich das reparieren jetzt. Zwei von den Brenns haben wir schon vernichtet. Eins müsste es dann noch geben, das ist das, was wir sehen. Wenn er nicht noch welche gebaut hat, von denen ich nichts weiß. Aber ich glaube, das hat er nicht. Baue ich auch Medic? Ich baue auch Medic. Geht halt einfach schneller dann. So, die kann ich zurückziehen. Obersoldaten sind da, der erste Trupp. Ui, da hat's ordentlich gescheppert. Und da kommt die AT-Granate. Ja. Ah, zu viel MG. Ich baue meins auf erstmal. Mein AT ist ja auch unterwegs. Ich muss jetzt auf seinem MG schießen. Das ist ein Red Cover, das drückt natürlich jetzt ordentlich Damage. Das ging ja übel schnell. Mein AT ist auch da. Na? Hit ist draußen und down, glaube ich sogar. Nee. Doch nicht. Gefreut habe ich mich trotzdem. Weil wir machen das hier weg. Wir holen uns das Fuel. Und hier werden wir einfach flanken. Und alles, was sich vor uns befindet, werden wir erledigen. Den Punkt cap ich ihm weg. Dann kriegen sie kein Fuel mehr. Und hier platziere ich Minen. Genau wie er hier mal Minen platziert hat. AT ein bisschen zurück. Doch keine Minen. Ist zu risky. Sondern einfach so positionieren, wie sie jetzt stehen. Einfach ein bisschen defensiv spielen. Hier oben war, glaube ich, noch ein Trupp von ihm. Da kommt Pius. Die können wir ein bisschen verbrennen, die Jungs. Ja, hier oben ist ein MG. Kommt irgendwo das Brennen, da ist es. Oh, ihr meint Piotrop. Ah, kacke. Ah, dafür geht's ein Brennen. Hops. Nice. Was ist hier unten? Cromwell. Ich baue noch ein AT. Das ist mein zweites dann. Und hier pushe ich sein AT. Da ist der Cromwell. Ich muss mein AT nach vorne ziehen. Wahrscheinlich kriegt er eine Panzerfaust ab. Ja, kriegt er auch. Kriegt zwei ab. Und ich kümmere mich weiterhin um das AT. Hier, die muss ich zurückziehen. Die sind zu hart im Range von MG. Die Obersoldaten können das ein bisschen besser. Ja, down. Da kommen die Pios. Die wollen die Panzerabwehrgranate auf den Puma schmeißen. Ja, ich bin gleich in Range für den Nate. Wenn er sie denn schmeißen will. Ja, da kommt sie. Das könnte ein Wipe werden. Wipe. Nice. Mit dem Puma hat er das Ding erledigt. Also mein Teammate ist richtig geil. Der macht auch richtig geile Sachen. MG muss ich natürlich rumdrehen. In die Richtung bringt mir das nichts. Reinforcen. Ich werde wirklich versuchen, auf euch zu hören und hier die Symbole ein bisschen mehr einzubinden in mein Spiel. Soweit das geht. Ich bin halt übertrieben dran gewöhnt. Hier ist wieder der geile Nebelbug. Also da ist wahrscheinlich Nebel, aber ich sehe den Nebel halt manchmal einfach nicht.
Wir haben denen hohe Verluste zugefügt, aber die haben ziemlich viel von der Map cap können. In der Zeit. Das müssen wir uns natürlich jetzt wiederholen. Na gut, ich vergesse mal, dass das MG da ist. Ich kann das bestimmt. Vielleicht kann ich es aus dem Winkel hier, vielleicht kann ich um den Baum tänzeln. Müsste ich halt gucken, wie das mit der Sicht ist. Und dann kriege ich eine Flammennade drauf. Ah, ich komme mich erstmal hier drum. So. Flammennade. Zurück in Cover. So. Das müsste reichen. Er ist aber auch wirklich auf Max-Range, ne? Na gut. Warten wir einfach ein bisschen. Panzer 4. Und hier, das sieht aus, als ob der ganze Trupp gewiped ist. Oder zumindest so weit down, dass wir jetzt die Wigmark einholen können. Und hier ist eine Truppe von ihm. Das soll uns aber wenig stören. Gehen wir von der Seite ran. Schmeißen die Nade auf den Eingang von dem Haus. Und da kommt kein Tank, ein Halbkettenfahrzeug. Mit Truppen drin, oder? Okay, was war das für ein Hit? So, Panzer 4 ist da. Der supportet jetzt meine Units hier vorne. Feuer. Natürlich trifft das nicht. Wäre auch irgendwie zu einfach, wenn das mal trifft. Treffen würde. Eieiei. Kannst du denn treffen, Panzer 4? Ja! Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das Einzige, was ich wipe, sind meine eigenen Units. Come on! Ich wusste gar nicht, dass man so viel Team-Damage drücken kann, dass das überhaupt funktioniert. So, die muss ich voll heilen. Und den Panzer 4 schicke ich in die Mitte, gibt ihn hier dem Panzerkommandanten, erhöht er sich mit Reichweite. MG ziehe ich auch ein bisschen weiter nach vorne. Zum Glück hat mein Teammate in der Zeit die untere Seite sichern können. Und ich hoffe, dass mein Panzer 4 was Nützliches macht für uns und nicht die Gegner weiterhin so hart supportet. Ja. Er versucht hier mit der Panzerabwehrgranate zu kommen. Ich hoffe einfach mal, dass er kein AT hat und pusht hier den Tank. Das war kein Hit, obwohl es genau unter ihm explodiert ist. Ich weiß nicht, wie man unter einen Tank schießen kann, aber dieser Panzer 4 macht es möglich. Er macht so einiges möglich. Jetzt hitte den, wenigstens. Sehr gut. Wir fahren über die Infanteriegruppe nach Hause. Werden vom Schlamm ausgebremst. Da kommt Panzerabwehr-Squad. Deswegen schicken wir den hier an der Seite lang. Und jetzt müssen wir uns hier fokussieren auf die. Und wir haben es geschafft. Der Panzer lebt, er hat einen Kill. Funktioniert doch. Hier muss ich zurückziehen. MG drehe ich ein bisschen rum. Ja, sehr gut. Hier, auf das AT muss er schießen. Komm, schieß, 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 schieß. Nein! Ah, das AT müsste aber gleich down sein.
Oder auch nicht. Also, ne? Als ob das RNG nicht konstant ist und am Anfang von der Runde immer ausgewürfelt wird. Und entweder man hat einen guten Wert oder einen schlechten Wert. Und je nachdem läuft das Spiel dann. Boah. Aber ich bin sowieso kein wirklicher Fan von RNG. In dem Spiel hier. Kann manchmal ganz witzig sein. Aber meistens eher nicht so. Ich fände es ganz geil eigentlich, wenn man bei Ranked oder allgemein bei den Spielen hätte, die Option RNG an- oder auszustellen. Wenn du halt Bock drauf hast, dann stellst du es dir an. Und wenn du halt keinen Bock drauf hast, dann machst du es aus. Weil Competitive Gameplay und Zufallsfaktor ist immer so, braucht man das wirklich? Don't know. Kann witzig sein, aber wie gesagt, in Tournaments oder so, oder bei Rangliste, kann das schon den einen oder anderen Move, der gut durchdacht ist, wahrscheinlich auch funktioniert hätte, halt ziemlich kaputt machen. Bup. Jetzt hat er das gesmoked, okay. Verstehe warum, aber hätte ich trotzdem nicht gemacht. Komm, wipe die jetzt weg. Ihr seid so viele. Ihr könnt es trotzdem nicht wipen, na gut. Zwei MGs hat er hier in der Mitte. Und ein AT von meinem Kumpel hat er da genommen. Ich call da jetzt Arti runter. Das sollte funktionieren, da ich die jetzt von der Seite hier hole. Ja, hat das MG rumgedreht. Aber mein MG schießt ja auch auf sein MG, also mit ein bisschen Glück können wir die killen, die MGs. Jetzt triff. Treff. Zwei Models. Wenn er jetzt nochmal trifft, dann... Aber trotzdem beide MGs. Wipe! Arti, Mitte. Ich zieh mich zurück. Hier sind Obersoldaten dran. Ich frage mich, ob die auch mehr Damage machen, dann, wenn sie angegriffen werden. Also die beiden Schützen, die den MG-Schützen verteidigen. Boah, da kommt ja fette Arti runter. Zieh ich mich aber zurück. Oder ist ein guter Moment, um meinen MG zu reinforcen. Das ist ein guter Moment dafür. Panzer ziehe ich zurück. Das AT kann ich auch mal anfangen zu healen. Oberst nach vorne. Hier an der Seite kann ich oben pushen. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass er wieder ein MG im Haus hat. Andererseits haben wir auch zwei MGs gekillt und die kamen von hier oben. Vielleicht hat das MG tatsächlich in die Mitte verschoben. Das werde ich jetzt herausfinden. Ja, jetzt sparen wir auf Sturmtiger. Ne? Deswegen habe ich den genommen, den Commander. Reparieren nach vorne. Hat er auch nach vorne. Oben wird die Wigmar gekappt. Hat er Arti gecallt da oben. Sturmtiger. Können wir reinholen jetzt. Jetzt gibt's Sturmtiger-Action. Tank ein bisschen weiter nach vorne. Mit meiner Infanterie. Die werde ich jetzt sammeln und dann werde ich ihn von hinten flanken. So. Wenn er jetzt nicht genau da ein MG hat, um das zu decken, die Seite, dann können wir jetzt ordentlich flanken.
wir können auf jeden Fall auch hier das MG komplett wipen. Bup. Das ist der Sturmtiger. Deswegen habe ich den Sturmtiger. Das zweite MG wird auch gewiped. Den Sniper kriegen wir, glaube ich, nicht. Ah, fast. Aber wir können die Mitte einnehmen, das ist das Wichtige. Können hier zurückziehen. Ich weiß auch nicht, warum ich den scheiß Sturmtiger selber nachladen muss. Wie gesagt, der Avre, das Pendant dazu, muss nicht selbst nachgeladen werden manuell. Der macht das einfach so. Und der ist auch nicht fragil währenddessen. So. Zum Thema Balancing. Tank schiebe ich nach vorne. Helfe meinen Kollegen dann ein bisschen. Wenn man vom Churchill spricht, ist da einer. Ja, du willst mir nicht helfen mit deinem Panzer 4. Kein Problem. Nicht so schlimm. Sein Tank ist nicht mehr bemannt. Bup. Piotrop Wipe. Ich brauche mehr ATs. Die AT ist down von ihm. Mein Tank würde ich ganz gerne reparieren. Gut. Zum Healen. Der doofe, doofe Schürzchen, ne? Ich versuche ihn jetzt zu killen. Nice. Na klar. Na klar. Das ist der RNG-Faktor, den ich meinte. Das ist doch Dogshit, ganz ehrlich. Okay. Ja, whatever. Whatever. Da wurde ich jetzt auch gepinnt in der Mitte, aber das war zu ridiculous. Das musste man einfach zeigen. Ich meine, was ist das? Das ist kein RNG mehr, das sowas ist Game-Breaking. Dreimal oder so hat das Klong gemacht. Erst überlebt das Scheißding und dann macht es dreimal Klong. Das ist schon hardcore. Ja. Den würde sich einfach wiederholen, den Churchill. Meinen gibt's nicht mehr. Und RNG gewinnt das Game, nicht? Oder zumindest ein Teil davon. Ganz schuld ist das RNG natürlich nicht. Aber das ärgert mich. Das ärgert mich gerade richtig. Da werde ich schon fast salty drüber. Den Bereich sicher haben, werden sie Feuer eröffnen! Gewalte Ladung, Befreiung! Halt! Bewegung!
Tank ist smoked aus Gründen. Hier gab es einen Wipe zum Glück. Ja, fahren noch ein bisschen weiter nach vorne. Ungefähr so. Kriege ich auch mal Hits drauf. Ach ja, ich muss ihn selber nachladen. Weil das nicht schon alles microintensiv genug ist. Gibt auch keine Auto-Reload-Funktion oder so, dass man irgendwie rechtsklick drauf macht und das Ding lädt halt einfach nach. Das wäre zu einfach. So. Was machen wir denn mal? Ich habe keine Ahnung. Schieß aufs MG, komm. Nice. Immerhin enttäuscht der mich nicht. Stormtiger. Disappointed nicht. Jetzt holen wir uns den Sniper. Die haben aber auch fucking viele MGs, ne? Also das ist ja... Hier. Was ihr könnt, kann ich auch. Wir bauen jetzt auch ordentlich MGs hier. Ah, ein MG canceln. Und ich bin auf PopCap, ne? Das ist... ATs müssen den Sturmtiger decken. Irgendwo hier kommt bestimmt gleich wieder. Kommen bestimmt gleich wieder Units von ihm. Da unten ist das MG, vielleicht kann ich das noch. Vielleicht kann ich das noch killen. Nein, da kommen die Tanks. Hier, komm. Hopp, hopp, hopp. Dreimal Treff an der Seite, macht aber gefühlt nichts. Sturmtiger kommt gar nicht klar. Ne, also. Yo. Eieieiei. Nicht meine beste Micro-Runde, aber ist auch immer absolut wild hier, die Dinger. Yay, wir sind Wett 1. Können wir jetzt einen Tank bauen? Wir können jetzt einen Tank bauen. Wir bauen einen Hetzer. Oder nein, kein Hetzer. Gehen auf KT. Machen wir die mal unsichtbar. Bauen hier jetzt den Reparaturtank. Gucken mal, was unser Kollege hier treibt. Der hat den Tiger gebaut mittlerweile.
Wir pushen jetzt Territory. Stormtiger muss sich selber reparieren. Das müsste gut kommen. Ja. Kam es auch tatsächlich. Jo, wie gesagt, das ist ja alles MGs hier. Ja, sind ja alle 2 Meter stehen MG. Und ist ja nicht so, dass ich die nicht irgendwie kille die ganze Zeit oder sowas. Zumindest die Manpower, die da dran ist. Aber das scheint ihn nicht so hart zu ärgern. Ja, wenn ich so ein hohes Popcap hätten, dann hätten wir auch jetzt schon den KT holen können. So, platzieren wir mal einen Sprengfall an dem Ding. Hier hoch schicke ich die Volkskanadiere. Damit das nicht komplett schutzlos ist. Weil es geht hier echt um die Wigmarks. Prinzip müsste ich Popcap verlieren. Das wäre fast schon das Sinnvollste, was ich machen könnte. Das war auch wieder komisch, irgendwie, auf ein komisches Level. Hat man auch nicht richtig gesehen, den Schuss. Der ist irgendwie auch so ein bisschen verpluppt. Genau wie der Soundeffekt. Smoke. Die habe ich gewiped anscheinend. Sehr gut. Und Reload auf den Sturmtiger. Also der Sturmtiger, ne? Wenn ich den nicht hätte, die Runde. Das war geil, dass ich den geholt habe. Wirklich. 23 Kills, ich weiß gar nicht, wie viele MGs der schon weggehauen hat. Eins hat gemisst. Sehr gut. Ah, ich brauche auch 3 Stück, ne, damit die halt vernünftig treffen. Hier von der Front, von der Seitenpanzerung kriegt er sogar. Down. Komm, schieß auf die AT. Komm, komm, komm. Ah, nur 2 Kills. Hier. King Tiger kann ich callen. Stormtiger hat überlebt. Hervorragend. Ich kann wahrscheinlich nicht mehr alle meine Units reinforcen jetzt. Weil Popcap und so. Hier kommen wieder Pios. Ja, die müssen das eigentlich gewinnen. Die sind Veteran 5. Mit Rifle Upgrade. Sehr gut. Charge is denied. Den Tank muss ich reparieren, beziehungsweise ich kann auch einfach das Gebäude hier upgraden. Zap. Ressourcentechnisch sieht das gut aus. Ich habe viel Manpower, ich habe viel Ammo, ich habe viel Fuel. Ich kann es halt nur nicht ausgeben. Ich kann ja auch keine
keine Punkte bauen, keine Ammo oder sonstige Punkte. Weil das jetzt OKW ja nicht geht. Was übrigens in COH 3 auch nicht mehr ist. Da kann jede Fraktion, ohne Ausnahme, kann die Fuel und die Ammo-Caches draufbauen. Was ja auch irgendwie Sinn macht. Also ich freue mich definitiv auf den dritten Teil. Den werde ich spielen. Ich weiß nicht, ob ich dann COH 2 komplett droppen werde. Könnt ihr mir ja also mal sagen, wie ihr das machen werdet. Wenn COH 3 draußen ist, werdet ihr dann 2 noch spielen? Oder werdet ihr nur noch 3 spielen? Ich denke, ich werde trotzdem ab und zu mal hierhin zurückkommen. Weil es halt im Prinzip zwar dasselbe Spiel ist, aber vom Spielgefühl her total anders. Ich glaube, wenn ihr die Multiplayer-Testversion gespielt habt, die es jetzt vor kurzem gab, dann wisst ihr, was ich meine. Also COH 3 spielt sich schon nochmal um einiges anders als der zweite Teil. Auch die Time to Kill ist deutlich kürzer im dritten Teil. Noch kürzer als hier. So. Ja, der kriegt noch eine Selbstreparatur. Dann geht es wenigstens ein bisschen schneller. Ja, der hat hier verbesserte Ammo. Wenn er hitten würde. Das sind 3 Tanks. Ich will es halt jetzt doch nicht riskieren. Rückzug. Sturmtiger nach da oben. Und die ATs. Du kannst da über den Zaun fahren. Ich glaube, dass du das kannst, King Tiger. Da würde ich mich gar nicht wild machen. Das ist ein Fall für den Sturmtiger. Hat er gut gedodged. Hier konnte ich seine Units aufhalten. Hier konnte ich sie auch aufhalten. Meine Flak steht da ganz gut. Deswegen platziere ich die meistens auf der Map hier in dem Bereich. Weil das einfach viel covert. Hier ist Arti. Die eine ziehe ich nach vorne, die andere kommt vielleicht noch lebend raus. Sturmtiger muss sich reparieren. Push mit den Obersoldaten für Vision. Gib jetzt hier wieder verbesserte Geschütze. Ich glaube, die machen 20 oder 30% mehr Damage und ein bisschen mehr Pen geben die mir. Upp. Also King Tiger ist auch ziemlich broken, gerade mit der Kombi von den HE, von den Heat-Geschützen. Der drückt auch ordentlich. Trotzdem bin ich noch salty über den Sherman. Ja, Sherman, den Churchill. Den Flamer Churchill. Das werde ich mir nochmal im Replay angucken, nur um mich noch mehr drüber aufregen zu können dann. Ah, den hätte ich. Also dass ich den jetzt verliere, das ist meine eigene Dummheit jetzt gewesen. Den hätte ich nicht losen müssen. Da hatte ich zu viel Tunnel Vision gerade und habe den einfach viel zu hart reingezogen. Aber vielleicht kriegen wir. Nee, kriegen wir nicht mehr. Na gut. Kein richtiges COH 2 Spiel, ohne dass mein King Tiger gegen Ende übel hart gewastet wird. Aber dafür kann der Sturmtiger umso mehr glänzen, die Runde. Ja, ich zieh's mal zurück. Der Firefly müsste down sein. Ah, ich töte ihn mal nicht. Fahren wir nach hier. Ui, 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 das MG müsste down sein zumindest. Ja. Und hier, die Fähigkeit ist auch ganz geil. Nahverteidigungsgranatenwerfer. Das passt schon. Der kann wenigstens sich ein bisschen verteidigen hier, das sind die Dinger. Das hat dafür der Avron nicht, ne? Meine ich? Oder hat er auch so eine kleine Nade, die er schmeißen kann? Ich spiele zu selten Briten dafür. Ja, GG. Einige Missplays von mir. Einiges böses RNG. Wieder alles dabei gewesen. Und dann bis zum nächsten Mal. Es wurde sich noch gewünscht, die Match-Statistiken zu zeigen. Hier haben wir einmal die persönlichen. Größter Verlust, Panzerabwehr, Raketenwerfer. Teamkiller, Obersoldat.
Ich dachte eigentlich, wäre mein Panzer 4 gewesen. Es sei denn, es war doch nicht mein Panzer 4. Vielleicht habe ich ihn zu Unrecht beschuldigt. Und da war doch eine Nate oder so hochgegangen. Ja, und Exterminator auch, Obersoldaten. Überblick an sich, habe ich 45k Damage ausgeteilt. Durchschnitt im Spiel waren, ja, 36 bis 38k. Getötet habe ich 181. Verloren und so weiter. Also ganz gut gespielt, trotz dass ich so übertrieben hart meinen King Tiger missmicrot habe. Armeewert ziemlich konstant. Der Brit hat ab und zu so einen brutalen Durchhänger hier gehabt. Ansonsten haben wir uns da nicht viel genommen. Hier gegen Ende, da sieht man richtig, wenn der KT gestorben ist. Da geht es richtig bergab. Ressourcen. Hatte ich einmal hier gepiekt. Das war deine King Tiger Call-In. Ansonsten waren wir auch hier mal alle ziemlich gleich. Hier hatte ich ein bisschen wenig Ressourcen. Gehaltene Punkte ist jetzt nicht so interessant, finde ich. Einheiten ist jetzt auch nicht so interessant. Produziert 14, verloren 7. 7, 14, ja. Die Hälfte habe ich gewiped von mir. Bei den Fahrzeugen auch, ne? So muss das. Und Bau ist, glaube ich, auch nicht so interessant.